Moin aus Hamburg. Heute habe ich mal kein Tutorial, sondern ich habe was anderes. Ich habe mir was bestellt. Ich habe festgestellt, dass meine Audioqualität fürs Mikro, dass das bestimmt noch Luft nach oben hat. Und deswegen habe ich mir ein Mikrofon bestellt. Bis jetzt, auch das, was ihr jetzt gerade noch hört, das geht alles über das Mikrofon hier oben, neben der Kamera direkt. Da, wo mein Finger ist. Ne? Und ich habe mir dann mal ein Mikrofon besorgt. Und wollte erstmal so ein Einsteigerding haben, weil ich nicht genau weiß, ob ich das eigentlich, was das ist, was ich haben will. Ob es überhaupt cool ist mit dem Mikrofon, weil ich ja viel eigentlich vor mir, zwischen mir und dem Monitor ja viel Platz brauche, weil ich ja tippe und die Tastatur da ist und ich ja nicht so der Klassiker, ich bin ja kein Gamer und kein Let's Play oder sonst was Typ. Und ich habe auch keine Standkamera, sondern ich nutze die Kamera von meinem Rechner. Und deswegen ist die Frage immer noch so, ob das wirklich das Richtige ist. Deswegen habe ich erstmal ein kleines Einsteigermodell bekommen. Und zwar. Wollen Sie sehen? Von Thomann. Können wir zusammen aufmachen. Ich habe kein Messer hier. Fällt mir gerade ein. Oh, doch, habe ich. Ah, irgendwo. Weiß was haben wir hier? Hier haben wir schon mal Luftpolster-Kram, ne? Und jetzt weiß man nicht, also nehmen wir das auch noch weg. Gewalt! So, das geht auch mal. Was ist das von Set? Ja? Genau. Hier, meine Jungs. Was mal knallen. So sieht's aus. Weg damit. Das wollen wir haben. So rum sieht's aus. Maran. Und zwar ist das Ding Podpack 1. Da, und hier steht es noch. Warum habe ich mich dafür entschieden? Es hat irgendwie eine ganz coole Bewertung bekommen. Das Video war ganz okay. Ich habe ein Review gesehen, es klang gut. Preis natürlich auch okay. Der Arm war dabei. Ich hatte irgendwie überlegt, ob ich den abnehme oder ob ich mir. Ich habe noch einen Mikrofonständer, so einen Galgenständer, die man so von der Bühne kennt. Sowas habe ich noch irgendwie über zur Verfügung, ob ich das nutze. Das könnt ihr sie sehen, aber ich habe hier an den Wänden und oben habe ich so Wasserrohre, Heizungsrohre. Ich bin ja im Heizungskeller. Habe schon überlegt, ob ich das Ding dann da ranpacke. Gucken wir mal. Wir werden erstmal gucken, was da drin ist, ne? Also. Jetzt müssen wir erstmal aufkriegen. Ja. Da oben. Oben machen wir es auf. Aufmachen. Aufmachen. Und dann kann ich es rausziehen. So, dann haben wir erstmal hier so ein Teil drin. Das ist die Halterung. Auch zur Seite, weg im Karton. Dann natürlich der Arm. Der hat so ein bisschen was vom, ich bin jetzt auch von so einem Schreibtischlampenarm ist das, ne? Ich muss mal gucken, ob das ist, was ich haben will. Von der Idee fand ich das irgendwie ganz cool. Ja, ich weiß aber nicht, ob das so, ich hätte mir eine Schere hinlegen sollen. Ob das so vernünftig ist. Auf hier. So. Ja. Zeig den Arm gleich. So, das ist der Arm. Ja, kennt ihr alle, sowas. Das ist dann irgendwie so zugetüttelt, da kann ich nicht mehr aufmachen. Also, boah, krass. Jetzt mal rein hier. Seht ihr das? Hier. Hier haben wir die Hand davor. Boah, voll krass mit so einem Draht zugetüttelt, damit das nicht aufgeht. Ne? Das muss ich aufpassen, weil es gleich aufpoppt oder so. 6000 Mal gedreht. Ja, wir werden sehen, was das den kann. Ich war, wie gesagt, etwas nicht sicher. Aber wie gesagt, die Qualität soll gut sein von dem Mikrofon auf jeden Fall. Und Ständer habe ich noch zu Not was anderes. Also. So ein Ding. Idee ist, dass es dann irgendwie nachher von oben kommt, ne? So, dass ihr es vielleicht nicht unbedingt seht. Also irgendwo hier über dem Monitor, so kurz vor mir. Gucken wir mal. Also, das ist der Arm. Haben wir unten das Steckding, also, was dann hier in den Fuß reinkommt, ne? So, natürlich. Oh, ich verdrehe mich gerade. Und hier vorne diese, was ist das? 3/8 Zoll oder 1/4, 2/5, wie auch immer. Irgend so ein Zollding da.
Gewinde für nachher den Mikrofonhalter. Okay, ich glaube, das lege ich nochmal zur Seite. Was haben wir noch drin? Natürlich Werbung, nicht Werbung, eine Anleitung. Und, oh, ziemlich geil. Das ist gut. Ja, die Charakteristik. Also das ist klar, ne? Ja, nee, die Seite, Charakteristik, das, die sogenannte Nierencharakteristik. Ich habe mich eigentlich so, die Nierencharakteristik, das heißt, vom Mikrofon aus, alles, was irgendwie vom Mikrofon aus so entfernt ist, das nimmt das Mikrofon auf und alles, was dahinter ist, was sich quasi da befindet, das wird eben nicht aufgenommen. Also ist ein Richt. Und dann haben wir hier noch so einen Frequenzgang, wie denn hier so die der Pegel ist über das Frequenzband angefangen bei 20 Hertz bis hin zu 20.000 Hertz. 20.000 Hertz kriegen wir hin. 20 Hertz auch nicht. Keine Ahnung, wo meine Stimme ist. Egal. Okay, und dann kommt hier noch das. Oh. Stimmt, es ist ein USB-Mikrofon, ne? Ganz wichtig. Das heißt, ich habe kein Audio-Interface, kein separates, sondern das Audio-Interface ist im Mikrofon drin. Meine Fresse. Die bestimmt so verdreht mit so einer Maschine. So eine Grillmaschine. So, ganz normal USB, ne? Hier der Standard-USB-Anschluss und so ein Host-USB-Anschluss hier. Dieses Ding. Typ, was ist denn das? Typ A? Ich glaube, Typ A ist das Ding. Keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. So, und dann haben wir hier natürlich das Eigentliche, was wir haben. Das Mikrofon. Es fällt sofort auf. Hey. Das ist fest. Ja, habe ich gesehen bei dem Video und bei der Vorschau. Bei Thomann, das ist fest. Also es hängt nicht in so einer Spinne drinne. Wo es quasi, es gibt ja diese, die so eine, so ein Geflecht außenrum haben, wo das Ganze so drin hängt. Das hat den Grund, dass eben Vibrationen, die über den Tisch nicht in den Arm, in das Mikrofon kommen. Ja? Wir werden sehen, was das bringt. Ja? Und das Ding wird so festgemacht. Ah, genau, wie sieht's aus? So aus. Haben wir vorne einmal den Hinweis, dass das ein Nierenmikrofon ist, also Nierencharakteristik. Schon gesagt, ne? Was von wo es den Ton aufnimmt. Dann haben wir hier oben so ein Metallgeflecht. Da unter ist dann, und ich aufmachen, da unter ist dann das Gehäuse, Kunststoff. Und hier haben wir dann den Anschluss. Ja, USB. Und dann hier natürlich diesen, der auf den Arm drauf kommt. Kann man hier alles dann irgendwie so noch festmachen und lose drehen und sich das dann vernünftig ausrichten, das Mikrofon. Muss ja auch sein, ne? Also, kurz mal aufschrauben, wie das denn aussieht. Also ich muss das einfach nur nachher irgendwie an einen Mikrofonständer reinkriegen, wenn der Mikrofonständer nicht taugt, ja? So. Und das kriegt man ja wohl hin, ne? Dass man hier unten so einen Mikrofonständer reinkriegt. Würde man behaupten, ja. Oh, sehr gut. Das ist übrigens, ne, ganz wichtig, das hier ist kein Kunststoff. Das ist Metall. Deswegen bin ich schon mal sehr glücklich drüber. Okay, dann hänge ich das mal wieder in die Halterung rein und baue das mal zusammen. Hä? So, glaube ich. Ich habe keinen Platz hier am Tisch, den ich, wo ich es montieren kann, aber ich habe es am mein Monitorhalter dran gepackt, dran montiert. Jetzt nicht, also das ist der Halter gerade, aber das Ganze sieht dann eben so aus, ne? Also haben wir das der Fuß, Kabel und dann eben so eine Schreibtischlampenhalter, ne? Und dann sieht das Mikrofon eben dann so aus. Und so soll es dann eben auch ungefähr hier hängen, so dass ich mal sprechen kann und ihr hoffentlich mich auch gut hört. Ja? Und das Ganze sind dann so ungefähr, je nachdem, wo ich es hinsetze. 25 cm oder so. Müsste noch klappen. Ich werde das Mikrofon mal anschließen jetzt, ja, und dann gucken wir gleich mal, wie so der Sound ist. Hallo, so, jetzt bin ich da, habe das Mikrofon aufgehängt. Das hängt jetzt, wie man sehen kann, ganz hier. Es musste etwas näher ran. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie in der Laufe der Zeit nochmal irgendwie anders anbringen kann, dass man es vielleicht nicht so extrem präsent sieht. Es ist jetzt zum Glück
Mich irritiert's. Aber auch nur mich. Also ich kann gut auf meinen zweiten Monitor gucken, ich kann mich gut auf meinen Monitor konzentrieren. Aber es ist bloß ungewohnt, dass hier was hängt. Ich bin gespannt, wie der Ton jetzt ist, wie er euch gefällt. Ich muss die ganze Zeit auf dieses Mikrofon glotzen. Marantz Professional Podpack 1. Oh yeah! Ja, ich bin gespannt. Ich werde mal sehen, wie mir das gefällt vom Sound. Ihr könnt gerne mal einen Kommentar lassen, da lassen, ob euch das, wie euch der Sound gefällt. Gerne lasst mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Abonniert mich gerne, wenn ihr euch für JavaScript interessiert und relativ wenig Berührungspunkte bis jetzt hattet mit der Entwicklung. Ich habe eine Videoserie gestartet, die nennt sich JavaScript for Kids. Wenn ihr kein Kind seid, dürft ihr trotzdem zugucken. Also, es geht darum, Entwicklerkonzepte oder Programmierkonzepte wie JavaScript-Sachen so zu erklären, dass man sie als Kind auch versteht. Also bildlich erklären. Ja? Fachbegriffe wie möglichst wenig zu benutzen und wenn, dann die so zu erklären, dass man sie auch verstehen kann. Das ist die Idee dahinter. Gerne abonnieren, Glocke nicht vergessen zu klicken, damit ihr auch mitkriegt, wenn ich ein neues Video bringe. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und danke fürs Zuschauen. Bye.